Um 11.01 Uhr gab der Sprengmeister das Signal zur Sprengung des 100 Meter hohen Turms der alten Papierfabrik. Der Abriss war im Vorfeld heftig umstritten. Naturschützer forderten einen Aufschub des Termins, denn eine Falkenfamilie brütete direkt am Turm. Doch das Regierungspräsidium in Tübingen gab grünes Licht und bestätigte die Verlegung des Horsts auf dem Gelände. Aus artenschutzrechtlichen Gründen ist es ein Unding, dass dieser Kamin gesprengt werden sollte. Und wir haben versucht, bis zur letzten Minute dagegen anzugehen, eine einstweilige Verfügung zu erwirken, um die Sprengung nicht zu verhindern, aber um sie zu verschieben. Beinfurts Bürgermeister betrachtete den Protest der Naturschützer als gerechtfertigt und akzeptabel. Er teilte die Bedenken aus Sicht des Naturschutzes. Für ihn jedoch eine große Erleichterung, dass das Regierungspräsidium endgültig die Sprengerlaubnis erteilte. Mit einem Plan B im Gepäck. Dieser Horst wurde unmittelbar vor der Sprengung abmontiert, in Sicherheit gebracht und muss nun unverzüglich nach dieser Sprengung wieder an den angrenzenden weißen Schornstein angebracht werden, in der Hoffnung, dass die Elternvögel ihre Jungvögel wiederfinden werden und damit auch versorgen können. Auch wenn Beinfurt mit der Sprengung des 100 Meter hohen Turms ein signifikantes Wahrzeichen verloren hat, überwiegen für den Bürgermeister die Vorteile. Zwei neue Produktionshallen sollen auf dem alten Stora Enso-Gelände entstehen. Auf 2200 Quadratmetern expandiert ein Beinfurter Automobilzulieferer. 100 Menschen sollen dort Arbeit finden. Der Naturschutzbund Weingarten kritisierte jedoch diese Hauruck-Methode des Bauherren. Warum wir auch diesen zeitlichen Druck gehabt haben und es sehr wichtig war, heute sprengen zu müssen, war, weil diese Fallfläche oder diese Fallbuhne, wo der Kamin reinfällt, ist genau da, wo bis 1.9. zwei große Hallen fertiggestellt werden müssen. Es habe die Gefahr bestanden, dass das Unternehmen in eine andere Region abwandert, betonen Bürgermeister und Bauherr. Das Tübinger Regierungspräsidium stimmte letztendlich am Abend vor der Sprengung zu. Um 18.04 Uhr ging die Erlaubnis nach Beinfurt. Die Naturschützer reagierten mit Kopfschütteln. Man kann nicht immer nur mit Arbeitsplätzen drohen, wenn es um gesetzliche und naturschutzrechtliche Belange geht. Und ich möchte es nochmal sagen, die Sache war ausreichend lange genug bekannt. Knapp 1000 Schaulustige sowie Naturschützer begleiteten das Spektakel mit Feldstechern. Auch die Umsiedlung scheint geglückt. Wenige Stunden später versorgten die Elterntiere ihren Nachwuchs wieder.